Also die ersten 25 Minuten war ich sehr zufrieden, fielen auch schnelle Tore. Wir haben schön kombiniert, die ganze Stafetten liefen sehr flüssig. Danach hat sich allerdings das eingeschlichen, warum wir da unten drin stehen. Und, aber zumindest haben wir danach direkt wieder nachgesetzt, sodass wir mit einer 1-4-Runde dann in die Pause gehen konnten. Ja, von uns mal wieder ein sehr schlechtes Spiel insgesamt. Bei uns fehlen einfach die Grundtugenden wie Kampf, Leidenschaft und auch Aufmerksamkeit. Das Grundverständnis für Fußball ist bei vielen nicht da. Die sind dann sehr nervös, wenn zum Beispiel eine Kamera da ist. Dann werden auf einmal irgendwelche Champions-League-Ambitionen mit Tunneln oder auch Hochhalten im Spiel gemacht. Und da fehlt es dann einfach an der Basis. Und wenn man jetzt in den letzten Spielen so viele Gegentore bekommt, dann ist das auch sicherlich eine Kritik an uns Trainern, dass wir die Spieler nicht richtig einstellen. Aber grundsätzlich scheint auch einfach die individuelle Klasse nicht da zu sein. Und dementsprechend kann man den Rückständen, so viele Tore kann man gar nicht schießen, wie wir kriegen zurzeit. Also bei uns ist es sowieso so, dass ich damals die Jungs gesagt hatte, dass ich keine starken Spieler dazu hole in der neuen Saison, weil ich eben die Mannschaft spielen lassen wollte, die in 4 Jahren sich das erarbeitet hat. Aber ich habe gesehen, dass es so nicht funktioniert, dass es nicht läuft. Und deswegen kommen auch bis zum Winter 10 neue Spieler, die alle Top-15-Niveau haben. Und man sieht bei einigen, dass da jemand hinten dran hängt mittlerweile. Ich denke, der erste Elfmeter war unstrittig, das war ein ganz klarer Elfmeter. Bei der zweiten sieht es von hier aus, als wenn er nicht hundertprozentig trifft, aber da steht der Linienrichter halt besser und näher dran. Dementsprechend muss man das als Trainer und auch als Spieler einfach dann akzeptieren, dass die eine bessere Sicht auf die Dinge hatten und dann ist es Elfmeter, wenn der Schiedsrichter pfeift. Es ist grundsätzlich so, dass wir immer versuchen, die Flügel schnell einzusetzen und dann mit Flanken oder flachen Pässen ins Zentrum zu spielen und das hat eben dann mal gut geklappt. Es ist ja meistens so, dass auch immer ein bisschen Glück dabei ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.